Schönen guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben heute Sonntag, der 22. Mai, kurz vor der 7:30 am Morgen. Wir haben heute wieder einen Shooting-Tag und da die Videos letztes Jahr eigentlich sehr gut bei euch sind, kann ich denke, ich nehme euch mal wieder mit. Ich warte jetzt noch gerade auf zwei Models, die fangen mal zu mir kommen, für sich zu schminken. Dann gehen wir zusammen an die Location, dann schminke ich dort noch einmal zwei Frauen schminken. Oh ja, das heutige Shooting ist wieder mit der Michelle von Michelle Fotografie. Ich freue mich sehr, heute mal wieder so ein paar Stunden mit ihr zu verbringen am Shooting. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich später wieder. So, wir sind jetzt auf dem Schrottplatz angekommen. Oh ja, es wird ein Schrottplatz-Shooting. Jetzt bin ich gerade die anderen am Suchen. Ich bin soweit mit Schminken fertig. Es sind alle geschminkt. Nur noch bei zwei jetzt die Haare machen. Und ja. Mal schauen, ob ich sie finde. Das ist eine coole Location. Wirklich. So imposant, so die grossen Häufen voll Schrott. Und jetzt mit drin, die wunderschönen Frauen. Sie sehen wirklich alle Hände schön aus. Ich weiss, das ist ein eigenes Kompliment an mir selber, aber. Tja, sorry. Das fängt dann aus eher. Eigentlich hätte ich vorgehabt, dass ich bei diesem Shooting vielleicht selber auch mal wieder vor der Kamera stehe. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt. Da hatte ich wirklich Zeit, weil es hat gleich recht viel zu tun, vier Frauen schminken, vier Frauen die Haare machen und alles. Und ich war die Woche eh noch krank, von dem her fühle ich mich nicht so gut, also dann beim nächsten Mal. Nein, die Location ist der Hammer. Ich meine, es sieht so winzig aus, das ist krass. Das fängt wirklich sehr, aber man muss sehr aufpassen, es ist alles so dreckig. Also sogar ich, der ja nichts, also wirklich nur dort steht und filmt, sogar ich bin schon dreckig und habe es nicht mal nicht gemerkt. Ölfleck hier oder Staub da, es ist wirklich, ja, braucht jemand eine Lampe, um ein Ring dicht oder so. Das ist wirklich cool, ich finde es faszinierend. Schrott. Ah, braucht jemand für ein Bettise? Hat man da ebenfalls im Angebot. Oder Staubsauger hat es auch da hier. Ja, eben Kühlschränke habt ihr ja vorhin schon gesehen. Jede Menge. Die Autos könnte ich nicht ganz dafür garantieren, dass sie noch fahrtüchtig sind. Die haben so, ja. Aber wem die ein oder andere Bühne nichts ausmacht. Und wenn man noch etwas selber tut. What the fuck?
die sind eine gute Kulisse für einen Horrorfilm. Das ist geil, das fängt. Wir sind jetzt fertig mit dem Shooting. Es war hella cool. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Fotos. Wir haben sogar sehr gut getroffen mit dem Wetter. Also bis jetzt hat es nicht geregnet. Von dem her bin ich noch froh. Es war sogar ziemlich warm für das Mai ist. Aber ja. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Wie immer lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch so die Fotografen, Fotoshooting Reihe gefällt. Wenn ihr selber mal Interesse habt an einem Shooting bei mir oder Michelle, dann ja, schreibt mir, meldet euch auf meiner Facebook-Seite Candyland Make-up. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis gleich.